Oh, hallo alle zusammen, willkommen zurück. Ich bin's wieder, Sleepy Joe. Was geht? Auf euch geht's allen ganz gut. Ihr macht euren Tag ganz gut, habt den gut rumgebracht. Ja, ich habe mir gut rumgebracht, habe wieder rumgemalert, wie sich das eben gehört. Und wie ich im letzten Video ja schon gesagt habe und in dem Part davor, glaube ich, dass sich meine Paraibana jetzt am Ball häutet. Und ta-da-da-da, sie hat sich gehäutet. Ja, Material der Haut, wenn sie mir sie gibt, nehme ich die. Wow! Guck mal, wie groß die jetzt ist. Wahnsinn! Das ist aber toll. Ist ganz schön groß. Ja, hat sich in der Nacht von gestern auf heute gehäutet. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich gehofft, dass ich wieder so ein Zeitraffer-Video machen kann. Aber wie ihr sicherlich wisst, bin ich zu dieser Uhrzeit schlafen. Also ist das ein bisschen blöd gewesen. Heute früh aufgewacht, habe halt gesehen, dass sie sich eben gehäutet hat. Und ja, mich jetzt eben dazu entschlossen, jetzt kurz ein Video zu machen. Jetzt habe ich ja Feierabend, bin wieder zu Hause. Und ja, so wie es aussieht, hat sie alles ganz gut überstanden, ohne weitere Probleme. Hat nirgendwo einen Knick, nix. Geht supi. Tutti frutti. Schöne neue Färbung. Orangene Haare hat sie hinten am Abdomen. Ja, ist eine schöne Spinne. Und ja, man sieht hier auch noch hier unten. Das hier ist ihr Häutungsbett. Ich sage immer Bett. Dann nischt sie sich halt irgendwie ein, dreht sich dann rum. Also einmal Flipover, dann presst sie sich raus. Und dann dreht sie sich später wieder um, wenn sie aus der Haut gut rauskommen ist, wenn sie draußen ist. Der Vorgang dauert immer so zwischen 6 und 8 Stunden. In dem Dreh, so meiner Erfahrung nach, wenn ihr mal sowas sehen wollt. Ich glaube, mein allererstes Video auf YouTube gewesen. Das ist von meiner Brachypelma Smitty. Eine Häutung im Zeitraffer. Wenn ihr wollt, klickt euch mal durch, nehmt das erste Video, was ihr da findet. Ganz unten müsste es sein. Guckt euch das ruhig mal an. Das sieht echt creepy aus, wenn man das erste Mal sieht. Wie so ein Alien. Ich meine, für mich ist nichts Neues. Ich sehe das ja oft. Oder habe es auch schon oft gesehen. Aber ist trotzdem immer wieder cool, das auch zu sehen. Vor allem in dem Zeitraffer, weil es zieht sich wirklich über Stunden hinweg. Das ist brutal. Ja, dann vor allem in dem Zeitraffer ist es echt krass. Genauso wie bei der Schlange, wo ich das Video gemacht habe. Schlangenfütterung von der Bertha. Das sind Zeitraffer, wie sie das vertilgt. Das sieht so ulkig aus. Es dauert zwar in Real Life auch nicht sonderlich lang. Wie lange dauert das? Vielleicht 10 Minuten, wenn es blöd läuft, mal eine Viertelstunde. Und dann ist das eigentlich gegessen. Haha. Ja, aber das ist halt, das ist hochinteressant. Ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, guckt mal rein. Könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Ja, ich habe jetzt erstmal Feierabend, wenn es gerade eben vom Schaffen kommt. Ich werde mir jetzt ganz genüsslich zum Freitagabend ein Bier gönnen, werde jetzt ein Bier trinken, dann eventuell noch was essen oder ich lasse das Essen weg und trinke noch mehr Bier. Wir sehen mal. Und ja, Bier ist ja gegebenenfalls Nahrungsersatz. Von dem her, jetzt muss ich mal schauen. Ich darf halt eh nicht so viel trinken, weil ich muss morgen früh wieder raus. Morgen kann ich wieder um 5:45 aufstehen und dann geht's wieder in die Arbeit. Aber meine Probleme sollen nicht eure Probleme sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich doch einfach. Ich lade so oft, wie es geht, eben hoch, wenn irgendwas Interessantes passiert. Und auch wenn nichts Interessantes passiert, dann lade ich das nämlich trotzdem euch hoch, einfach nur, um euch zu ärgern. Nein, ich mache es sehr gern. Und ja, dann sieht man sich im nächsten Video und bis dahin.